Insgesamt 800 Besucher strömten zum Tag der offenen Tür in die Böhler Lehrwerkstatt, um sich über die zahlreich angebotenen Lehrberufe zu informieren. Wir haben heuer 570 Schüler und Lehrer bei 32 Führungen bei uns im Ausbildungszentrum. Wir holen die mit Busse ab und da können sie sich dann aus erster Hand informieren. Und ich glaube, das gibt Ihnen und uns Gelegenheit, uns zu präsentieren und Ihnen natürlich, dass sie aus erster Hand informieren. Und die Palette der Lehrberufe im Unternehmen ist breit gefächert. Derzeit sind es 11 technische Lehrberufe. Ja, angefangen vom Zerspannungstechniker bis zum Elektrobetriebstechniker und hin zum Schluss, jetzt seit vorigem Jahr, bilden wir auch den Mechatroniker aus. Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind das Um und Auf eines erfolgreichen Unternehmens. Mit dem Ausbildungszentrum bietet Böhler dafür die besten Voraussetzungen. Hochqualifizierte, gut ausgebildete Fachtechnikerinnen und Fachtechniker sind ein ganz wichtiges Standbein unseres Unternehmens. Ohne diese Ausbildung könnten wir am Markt nicht mehr so erfolgreich sein. Und Böhler investiert viel in ihre Lehrlinge. Das Ausbildungszentrum wurde komplett neu gestaltet und es wurden neue hochtechnische Geräte angeschafft. Der moderne Betrieb heimste damit auch bereits einen tollen Preis ein. Beim ersten Antreten zum Preis der besten Lehrbetriebe konnte man ad hoc den dritten Platz erreichen. Feilen und schleifen, das war einmal. Man ist angekommen im Industriezeitalter 4.0. Auch wenn man von einer vierten industriellen Revolution spricht, wo Maschinen teilweise den Menschen ersetzen werden, wird auch in diesem neuen industriellen Zeitalter der Fachtechniker eine wichtige und unverzichtbare Rolle spielen. Ja, noch stärker als früher, weil sie jetzt mit Industrie 4.0 eine hohe Präzision brauchen, eine hohe Ausbildung, gute mathematische Kenntnisse, gutes, verlässliches Arbeiten mit diesen Tools und Sensoren. Es sind ganz andere Tätigkeiten zum Teil. Und das versuchen wir den jungen Damen und Herren sehr frühzeitig beizubringen mit Trainingskursen. Ab Herbst wird es auch Lernmodule geben, die spezifisch unsere jungen Mädchen und Burschen fit machen für den Beruf der Zukunft. Ein Leitbetrieb wie Böhler spielt auch eine relevante volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle für eine Region, insbesondere für die Stadt Kapfenberg. Ohne genügend Arbeitsplätze, auch ohne genügend Zukunft für die jungen Menschen, ist natürlich so eine Stadt nur mal die Hälfte wert. Es ist auch der Blick in die Zukunft ein getrübter, aber mit so einem Leitbetrieb natürlich nicht. Und der ist ja modernst ausgerichtet und ist wirklich für die Zukunft bestens gerüstet. Die Lehrlingsausbildung wird also auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren und Böhler wird somit weiterhin ein international erfolgreiches Unternehmen bleiben.